Hallo, hier ist wieder Beate Bahner, Fachanwältin für Medizinrecht aus Heidelberg. Ich hatte ja bereits angekündigt, die Erwiderung des Richters Christian Detmar auf die Verlesung der Anklageschrift in mehreren Abschnitten vorzulesen. Und damit beginne ich heute. Teil 1. Hohes Gericht. Zunächst möchte ich mich in aller Kürze selbst vorstellen. Ich bin 60 Jahre alt und in einem Musikerhaushalt groß geworden. Nach meiner Bundeswehrzeit in Norddeutschland habe ich in Regensburg Jura studiert und mein Referendariat abgeleistet. Danach bin ich nach Thüringen gekommen, weil meine damalige Frau an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar ein Studium als Cellistin absolviert hat. Ich bin Vater von drei Kindern. Mein Sohn und meine beiden Töchter sind 26, 24 und 22 Jahre alt. Da deren Mutter mit Einschulung unseres jüngsten Kindes psychisch erkrankt ist und sich viele Jahre nicht mehr für unsere Kinder interessiert hat, habe ich unsere drei Kinder seitdem allein erzogen. Meine beruflichen Anfangsstationen in Thüringen führten mich an das Amtsgericht Suhl und zur Staatsanwaltschaft Erfurt. Bei der Staatsanwaltschaft war ich in genau der Abteilung tätig, die heute die Anklage vertritt. Die Abteilung war damals eine Schwerpunktabteilung zur Aufarbeitung des sogenannten SED-Unrechts. Ich selber war dort als Dezernent zuständig für Rechtsbeugungsverfahren gegen ehemalige Richter und Staatsanwälte der DDR. Die Arbeit in der Abteilung war schwierig, denn einerseits wurden an uns Dezernenten Erwartungen nach intensiver strafrechtlicher Verfolgung herangetragen. Andererseits hatten wir vor dem Hintergrund des verfassungsrechtlich vorgegebenen Rückwirkungsverbots häufig Bedenken, die sich auch nicht mit dem Rückgriff auf die berühmte Radbruchsche Formel ohne weiteres überwinden ließ. Gelegentlich wurden wir Dezernenten wegen unserer Bedenken zur Behördenleitung zitiert. Schon damals habe ich viel über die Scharnierstellen zwischen Staat und Justiz gelernt. Seit Herbst 1996 bin ich am Amtsgericht Weimar tätig. Neben Betreuungs-, Unterbringungs- und Nachlasssachen habe ich durchgehend vor allem im Familienrecht gearbeitet. Das wesentliche Ermittlungsergebnis. Zur Sache möchte ich mich wie folgt äußern. Vor ziemlich genau 2 Jahren hat das Ermittlungsverfahren gegen mich begonnen. Heute sitzen wir hier und ich weiß immer noch nicht, warum. Mein Verteidiger, Herr Dr. Strate, und ich haben uns in mehreren, zum Teil sehr umfangreichen Schriftsätzen zu allen wichtigen Punkten ausführlich geäußert. Darauf nehme ich ausdrücklich Bezug. Schaue ich jedoch auf das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen, also den Teil der Anklageschrift, der nicht verlesen wird, könnte mein Erstaunen nicht größer sein. Mein Erstaunen darüber, womit sich die Staatsanwaltschaft beschäftigt, wie sie das tut und nicht zuletzt das, was fehlt. Denn die Staatsanwaltschaft hätte im wesentlichen Ermittlungsergebnis meine Stellungnahme im Zusammenhang wiedergeben und sich damit dezidiert auseinandersetzen müssen. Wie begründet es die Staatsanwaltschaft eigentlich, dass sie das komplett unterlässt? Antwort: Gar nicht. Sie tut es einfach. Ich fühle mich völlig ungehört. Deswegen versuche ich jetzt noch einmal zu schildern, wie es zu meiner Entscheidung vom April 2021 gekommen ist. Und weiter geht es im nächsten Teil in einem gesonderten weiteren Video. Danke für eure Aufmerksamkeit.